gar keine Worte dafür. Ich glaube, ich muss nächste Woche zum Friseur. Hi, wir haben heute ein Aufgebraucht-Video. Und ich glaube, das ist mein letztes Aufgebraucht-Video für eine Zeit, weil, wenn ihr mein Video am Mittwoch gesehen habt, wisst ihr ja, wir werden auf Reise gehen. Und auch wenn wir jetzt keine Weltreise machen oder Ewigkeiten unterwegs sind, habe ich natürlich trotzdem dann nur ein paar Produkte dabei. Und mein letztes Aufgebraucht-Video war ja auch im Dezember. Sprich, ich glaube, vielleicht werde ich zum ersten Mal durch meine Aufgebraucht-Tüte durchkommen. Wahrscheinlich nicht, aber die Hoffnung ist da. Ich habe übrigens auch ein neues Mikrofon. Das ist heute das erste Mal, dass ich es benutze. Deswegen sagt mir gerne, ob ihr einen Unterschied in meiner wunderschönen Stimme hört. Und dann würde ich sagen, legen wir sofort los. Ich beginne mit einem Make-up-Produkt von Tom Ford und alleine das anzufassen ist schon wirklich nicht cool. Und ich weiß nicht wirklich, wie das passiert ist. Ich vermute, beim Umzug ist da irgendwie eine Flüssigkeit draufgekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und zwar diese Verpackung hier, die löst sich halt richtig krass ab. Und immer wenn man ihn anfasst, hat man halt diese braun und goldenen Partikelchen an der Hand. Das ist halt super eklig. Ich habe halt schon überlegt, weil der Lippenstift als solches ist im Grunde nicht aufgebraucht, aber ich kann den halt endlich mal benutzen, weil jedes Mal habe ich das überall kleben. Es ist halt wirklich nicht, also es ist einfach nicht schön mehr, den zu verwenden. Deswegen habe ich schon überlegt, den umzutopfen. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich liebe den. Das ist einer meiner, also die Formulierung finde ich halt auch mega. Das sind die Rouge Lip Color Shine von Tom Ford in der Farbe Insidious. Oh, mein Auge juckt. Deswegen werde ich mich quasi von ihm trennen, aber ich glaube, ich werde den, wie gesagt, vorher noch umtopfen. Ist das allererste Mal, dass mir das mit Tom Ford passiert ist? Ich weiß nicht, habt ihr damit irgendwie schon mal Erfahrung gehabt? Ist euch das auch passiert? Weil ich finde halt gerade die Verpackung ist halt immer so, so toll bei Tom Ford und da ist mir halt noch nie irgendwas kaputt gegangen oder abgeblättert oder irgendwas. Aber nun gut, der Lippenstift ist trotzdem tipptopp. Ihr wisst ja, ich habe ein riesengroßes Make-up, die Klatter mit Lela gemacht. Sprich, ich habe halt sehr viele Produkte nicht mehr da. Aber die waren ja auch oft, entweder, wie gesagt, kommen sie weg, wir haben sie verschenkt oder in Müll, weil sie abgelaufen waren. Aber ich habe natürlich auch leere Sachen, wie zum Beispiel den By Cherry Bomb de Rose Lip Care Stick. Und ich glaube, ich muss das jetzt nicht wiederholen. Ich kann ihn halt nicht rausschrauben, weil das nichts da drin. Wie sehr ich Produkte in dieser Stickform liebe. Das ist mit Abstand meine liebste Art von Lippenstiften, wie ihr wisst. Und auch meine liebste Art von Lippenpflege. Meine liebste Art von allem. Wenn jedes Produkt so käme, ich finde das einfach super easy, super einfach in der Handhabung. Das ist für mich einfach die perfekte Art an Make-up. Und ihr wisst auch, ich liebe Lippenpflege. Ich liebe einfach, ja, so ein bisschen was auf der Lippe zu haben, halt nie so quasi so eine leblose Lippe zu sein. Hört sich jetzt dramatisch an, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach so ein bisschen was drauf haben, muss ja halt gar nicht irgendwie so eine krasse Farbe sein. Und ich liebe ja eh diese Bomb de Rose Reihe. Und auch aus hygienischen Gründen mag ich den lieber als den, wo ich mit dem Finger reingehe. Weil den mit dem Finger würde ich zum Beispiel nie mit nach draußen nehmen. Und den kannst du halt überall mit hinnehmen. Dann habe ich auch echt einige Augenbrauenprodukte leer schon in meiner Schminksammlung gefunden. Dann dachte ich so, okay, wow, es war wirklich Zeit, dass wir da Platz gemacht haben. Und jetzt, ich verwende so viele neue, alte Produkte, ist der Wahnsinn. Welche ich aber alle leer gemacht habe an diesen Augenbrauenprodukten, die mochte ich alle. Einmal von Clinique den Superfine Liner for Brows. Ich finde, der ist sehr, sehr ähnlich zu, ich sag jetzt mal, allen, die man halt so kennt in dieser Kategorie. Halt super fein, sehr, sehr leicht, sehr präzise, sehr schön aufzutragen. Was ich hier gut fand, ist, vielleicht erkennt ihr das, das ist ein sehr, sehr aschiger Ton. Das ist schon fast so ein Olivgrau, aber gerade für jemanden wie mich, der halt auch, ihr seht hier meine Augenbrauen, auch schon sehr kühle Augenbrauen hat, ist es halt genau der Ton, weil ganz oft sind die mir halt einfach immer zu warm. Und das ist die Farbe Soft Brown 02. Dann hatte ich auch noch ein ähnliches Prozedere von Sueva Graphic Brows in der Farbe Arsenic. Und der war halt auch, ja, ich kann halt nichts mehr rausschrauben, der war halt auch super grau. Braun. Wenn ihr sowas mögt, finde ich die super. Aber ihr habt natürlich auch andere Farben. Also wenn ihr eine andere Haarfarbe habt, könnt ihr die natürlich trotzdem verwenden. Ich mag die halt sehr gerne, um hier unten, warte, hier,
Einmal hier ist immer so ein bisschen dünn, was so die Farbe anbelangt, oder auch wenn ich sie färben lasse, ist das halt hier der erste Ort, wo das halt rausfällt. Und da gehe ich dann immer einmal so rein, unten längs, und bürste das nach oben, bin dann eigentlich schon fertig. Und dann habe ich natürlich auch noch, ihr kennt ihn, den Klassiker. Oh Gott, war der Name, habe ich gerade vergessen. Catrice, ihr wisst, wen ich meine. Den Catrice Brow Stylist, glaube ich. Den habe ich ja immer wieder mal und ich finde den einfach so gut, weil du kannst aber nicht so quasi die Augenbraue malen, wie du willst. Sieht irgendwie immer gut aus, bisschen hochbürsten, fertig. Meine Mama verwendet den übrigens, vielleicht erinnert ihr euch, seitdem ich ihr den gekauft habe, nur. Also es ist ihr Augenbrauenstift seit, keine Ahnung, 4 Jahren oder so. Also immer wieder neuer. Und ich muss wirklich sagen, Essence Make Me Brow Gel Mascara ist genauso gut wie die Gimme Brow von Benefit. Ich habe auch immer noch eine von Benefit. Wenn die dann irgendwann leer wäre, würde ich die mir tendenziell nicht sofort nachkaufen, sondern wenn ich in der Drogerie bin. Was ich nicht mehr allzu oft bin, aber Wertopads und so weiter kaufe ich natürlich immer da, würde ich das definitiv mitnehmen. Ich mag das kleine Bürstchen. Ich mag einfach nochmal die Augenbraue so schön nach oben bürsten. Quasi, ich mache einfach immer so. Zack, zack, zack. Aktuell verwende ich aber das durchsichtige Augenbrauengel. Ich kann nicht reden. Augenbrauengel von Lavera. Das finde ich auch mega. Also, das von Lavera ist großartig. Die haben es auch in Farbe. Ich finde aber das durchsichtige eigentlich fast besser. Und das von Essence. Die beiden finde ich halt super erschwinglich. Mega gut. Und dann ein Produkt, da bin ich so traurig. Und das ist halt, ich sage mal in Anführungsstrichen, der Nachteil von Naturkosmetik. Und wenn man natürlich mehrere Produkte gleichzeitig verwendet, also ist eher so mein Problem vielleicht, dass sie halt ab und zu kippen. Und es passiert mir selten. Also ich wüsste auch gerade ganz ehrlich nicht, wann mir das letzte Mal passiert ist, so schnell. Von Lovely Day, das Glow Juice Instant Radiance Cream. Da sind zum Beispiel, schwer zu lesen, Vitamin E und Vitamin B3 aus kalt gepresstem Pfirsichkernöl, Kaktus, Feigen, Himbeerextrakt und Sanddornfrüchtenfleisch mit Hyaluronsäure drin für einen perfektionierten Teint. Also im Grunde trägt man hier das Serum vorher auf oder einen Toner, je nachdem, was ihr halt verwendet. Und dann ist es wie so eine Art glowiger Primer, aber halt als Hautpflegeprodukt. Und dann kann man halt entweder sofort mit seinem, keine Ahnung, was ihr halt habt, Tinted Moisturizer, CC Cream, ganz mal Tagespflege rübergehen. Und ich fand es auch richtig, richtig schön, das Produkt. Und ich mochte auch dieses leichte, wie soll ich sagen, diese leichte fruchtige Note, die ja normalerweise überhaupt nicht mein Fall ist. Und man hat halt einfach diesen schönen, strahlenden Teint. Denn ich finde auch strahlend und glow ist nochmal ein Unterschied. Strahlend ist, finde ich, so die Stufe darunter. Und es war wirklich einfach so ganz leicht. Man hat halt so eine Frische gehabt. Leider ist mir halt umgekippt. Also das ist natürlich so ein bisschen schade. Ich finde Lovely Day als Marke trotzdem mega. Also da kann die Marke ja im Grunde nichts für. Ich habe jetzt zum Beispiel auch deren Hyaluronmaske. Oder die haben auch so ein richtig, richtig mega gutes Öl für nachts, um halt so ein bisschen Hautunebenheiten in den Griff zu bekommen. Also allgemein, wenn ihr Naturkosmetik mögt, dann schaut auf jeden Fall Lovely Day an. Das muss ich halt leider jetzt wegtun, weil es halt wirklich richtig mies riecht. Und dann von Bybee habe ich ja auch schon öfter leer gemacht. Und das ist weiterhin ein riesengroßer Favorit, ist das Mega Mist, das Hyaluronic Acid Toner oder der Hyaluronic Acid Toner. Auch hier würde ich immer sagen, wenn man sowas benutzt, der ist halt aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, immer relativ schnell halt aufbrauchen. Sowas hält sich halt nicht Jahre. Ich mag den Duft gerne, was ich auch vor allem gut finde, es kommt in einer Glasflasche. Ist ja auch eine Sache, die mir super wichtig ist in 2019, dass ich da mehr darauf achte, dass Produkte halt nicht mehr in Plastik verpackt sind. Und es ist halt einfach mega auf der Haut. Also ob ihr nur vor Make-up auftragt, einfach zwischendurch, diese Sprays sind halt heilig, wie ihr wisst. Dann habe ich auch leer gemacht, das hatte ich euch ja letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, das Chorus Wild Rose 15% Vitamin C, den B-Phasen Booster. Und es ist wirklich, und ich freue mich mega, dass so viele Leute auch von euch das jetzt ausprobiert haben, wirklich ein wahnsinnig gutes Produkt. Also wenn ihr noch kein Vitamin C in eurer Pflege habt, lest euch da auf jeden Fall ein bisschen ein. Schaut euch auch mein letztes Video dafür an. Im Grunde wirkt es halt auf sehr viele Hautbedürfnisse, die sehr, sehr viele von uns haben. Ob man nun die Hauttextur verfeinern möchte,
Fältchen, alles, was so sich im Auge herumbildet, bearbeiten möchte, Müdigkeit, Straffheit der Haut und so weiter. Und wie gesagt, auch unter Make-up oder ins Make-up reingemischt ist halt auch wieder dieses strahlende Thema sehr, sehr prominent. Mein Code Yamina1404, der gilt auch auf der Coral-Site, ich glaube noch bis Mitte März ungefähr. Also falls ihr da noch irgendwas bestellen wolltet oder euch das anschauen möchtet, ich verlinke es euch gerne. Irgendwie verändert sich das Licht gefühlt die ganze Zeit. Eine Creme, bei der ich sehr, sehr traurig bin, weil ich finde, das ist zum Beispiel auch so ein Thema Säure, wisst ihr. Finde ich persönlich super wichtig bei der Haut, um wirklich die Haut konstant zu erneuern und um alles Tote, was einfach so oben drauf liegt, halt runterzunehmen. Und da reichen halt so physische Peelings im Grunde nicht. Sprich, ich peele super gerne chemisch, wie ihr wisst. Und Säure im Allgemeinen finde ich es ja auch, wenn ihr mein Beauty Trends Video gesehen habt, auch ein großes Thema dieses Jahr. Dazu kann ich super gerne nochmal irgendwie ein Video machen. Ich denke die ganze Zeit immer nur so, oh Gott, so viele Themen. Wo soll ich bei diesem Riesending anfangen? Was ich aber hier ganz cool finde, ist, dass im Grunde in dieser Nachtcreme, das ist halt die High Potency Nitamins von Origins, ist halt auch AHA drin. Sprich, es ist eher eigentlich eine Säure für ein bisschen trockenere Haut. Wenn man ein bisschen mehr ölig ist, könnte man eher auf BHA gehen. Die Haut braucht halt auch Zeit, um sich zu erholen. Da ist sowas halt richtig gut, wenn man halt nur so eine leichte Säure am Abend nochmal mit auf die Haut gibt. Die Haut kann sich quasi nachts erholen, aber dennoch auch gleich wieder so ein bisschen daran arbeiten, halt eben mäßiger und strahlender zu wirken. Das ist halt die Resurfacing Cream mit AHA und ich habe die gestern Abend leer gemacht und meinte zu meinem Freund, bitte nimm sie und tu sie in meine Aufgebrauchtüte, weil ich sie wirklich richtig toll fand. Die riecht halt auch sehr, sehr fruchtig, spritzig, also nicht süß auf gar keinen Fall, aber halt so sehr frisch. Ich probiere schon eher immer eine Creme aufzubrauchen und dann was Neues zu nehmen. Und eigentlich habe ich die jetzt immer in Verwendung gehabt und natürlich meine Clinique ID mit dem blauen Booster. Darauf schwöre ich. Also seitdem ich das benutze, habe ich wirklich doch sehr... Moment, habe ich heute einen Pickel, der mich verrät und sagt, Yamina, das ist alles eine Lüge, was du hier erzählst. Aber gut, Pickel können auch ganz oft hormonell bedingt sein oder wenn man seine Tage hat oder einfach zu viel Quatsch gegessen hat. Aber toi, 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 ich glaube, meine Haut ist aktuell ganz gut. Es sind 1000 Faktoren. Man kann nicht sagen, nur weil ich diese Creme benutzt habe, ist meine Haut großartig. Es ist alles, was so zusammenkommt. Ich kann nur sagen, es sind immer Add-ons, die dazu beihelfen oder halt nicht. Dann habe ich natürlich meine liebste Augencreme und die ist jetzt auch leer und ich bin... todtraurig. Das Thema ist nur, ich werde sie jetzt nicht nachkaufen, weil auf der Reise, die ist halt viel zu schwer. Also, die ist halt so schön fürs Badezimmer und sieht halt toll aus und macht halt auch wirklich was. Also, die sagt nicht nur, sie macht irgendwie, oh, da ist noch ein Tropfen drin. Sie macht nicht nur quasi 24 Stunden lang mit Hyaluronsäure unter anderem die Haut quasi straff und lebendig, sondern es ist auch wirklich so. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn ich die trage, dass meine Haut einfach hier unten die ganze Zeit super aussieht. Und ihr wisst, das ist ein riesengroßes Thema bei mir, dass mich diese Partie hier unten bei meinen Augen persönlich stört. Sprich, wenn ich da einen Effekt sehe, dann sehe ich, dass diese Augencreme funktioniert. Und das war halt der Fall. Auf jeden Fall pricey, also nicht unbedingt günstig. Muss man natürlich immer sehen, was möchte man bei seinen Augen machen, hat man es überhaupt nötig? Also wenn ihr jetzt irgendwie die straffeste Augenpartie der Welt habt und irgendwie, weiß ich nicht, 23 seid, dann ist es nicht das Produkt für euch. Ich glaube, das ist ganz klar. Auch richtig witzig, die hatte ich immer in unserer alten Wohnung im Gäste-WC stehen, sprich, habe ich ja nie wirklich benutzt und es war halt eher so die schöne Seife für die Gäste. Ich meine, gut, ich hatte auch immer schöne Seife, machen wir es nicht so. Aber als wir dann umgezogen sind, hatten wir quasi nichts mehr. Dann habe ich die halt aus dem Gäste-WC hier in die neue Wohnung mitgenommen. Und dann fiel mir doch glatt wieder ein, wieso ich diesen Duft so geliebt habe. Pomegranate Noir von Jo Malone. Muss man halt, wie gesagt, wissen, ist man bereit, fancy Handseife, Duftraum und so weiter zu haben. Oder sagt man mir ganz egal, ich kaufe die von Real für 99 Cent. Was beides die Hände sauber macht, machen wir uns nichts vor. Nur das riecht halt schon ungefähr 5 Millionen mal besser. Und ich habe mich mega gefreut darüber die ganze Zeit. Ich habe meine Hände gewaschen und ich so, voll schön. Ich habe davon ja auch den Raumduft. Ist halt sehr, ist schon sehr maskuliner, ein sehr prägnanter, holziger, würziger, orientalischer vielleicht auch Duft. Muss man definitiv mögen. Ist nichts für süße, blumige Mäuschen, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder Mäuse. War auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und bald, wenn ich zurück bin, glaube ich, werde ich meine Byredo
Rose-Seife einweihen und ich glaube, das ist für mich so wow. Dann gehe ich so jeden Tag 30 Mal Hände waschen. Und ein Duschgel, da habe ich, glaube ich, bis jetzt nur bei Insta-Stories so drüber gesprochen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Von Kneipp, die Zitrone Lebensfreude Aroma Pflegedusche. Ich habe wirklich keine Worte für diese Frische, für dieses Spritzige, diese absolute Dröhnung von Hallo, wach auf, hab gute Laune, die Welt ist wundervoll. Wirklich jetzt. Ich glaube, Kneipp ist naturnahe Kosmetik, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall ist es mein absolutes neues Lieblingsduschgel. Große Liebe. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, macht es jetzt, es ist kostenlos. Und dann sehen wir uns am Mittwoch in meinem Vlog wieder. Es geht vielleicht um das Thema Küche, wo ja viele drauf warten. Also wir sehen uns Mittwoch. Bye.